Kommen wir nun zur ersten Technik, der Wunschtechnik. Ich möchte, dass du hierzu dein Trainingshandbuch öffnest und auf Seite 21 und 22 gehst. Dort geht es darum, dass du zunächst in Vorbereitung des nun beginnenden Trainings deine 12 häufigsten oder gefürchtetsten Produkt- oder Akquiseeinwände am Telefon oder im Verkaufsgespräch aufnotierst. Wenn es nur 10 sind, auch in Ordnung. Mit diesen Einwänden werden wir anschließend üben, jedenfalls hier in der Gruppe im Rahmen der Lernspiele. Und ich möchte, dass du zunächst nachdenkst, welche Einwände gibt es überhaupt, damit du später erkennst, dass die meisten der von dir gleich notierten Einwände immer wieder auftreten und du im Grunde genommen auf alles vorbereitet bist, weil da groß keine neuen Überraschungen auf dich zukommen. Es sind vielleicht nur 7 oder 6 oder 5 Einwände, die dich bislang von deinem Erfolg trennten. Seite 22 und 21 und 22 ja? deines Trainingshandbuches. Los geht's. Bis gleich. Nachdem du deine 12 oder bis zu 12 deiner häufigsten und gefürchtetsten Einwände notiert hast und mit ihnen in den nächsten Tagen arbeiten kannst, widmen wir uns jetzt endlich der ersten Einwandbehandlungstechnik. Es ist gleichzeitig auch eine von beiden Techniken, genauso wie die folgende, nämlich die Bedingungstechnik, die Bestandteil eines jeden Einwandbehandlungsdialoges ist. Allerdings mit einer Besonderheit, diese Technik beziehungsweise die Wunschtechnik und die darauffolgende Technik, die Bedingungstechnik, können beide auch völlig allein für sich stehend ihre Wirkung entfalten, ohne dass irgendeine andere Technik beigemischt werden muss. Sie funktionieren auch völlig alleinstehend. Schauen wir uns die erste Technik an. Technik Nummer 1, repräsentiert durch das Piktogramm Herz. Also, Wunschtechnik. Den Wunsch hinter dem Einwand auslesen. Wir folgen dabei der Annahme, dass sich hinter jedem Einwand ein Wunsch verbirgt. Das fühlt sich zunächst spröde an, weil wir ja noch in alten Konditionen fahren, die da lauten, wenn ein Einwand kommt, dann handelt es sich doch gar nicht um einen Wunsch, sondern um eine Gegenmaßnahme, um eine Abwehrmaßnahme. So. Und gefolgt von der Theorie, dass sich hinter jedem Einwand ein Wunsch versteckt, nennen wir diese Technik, die diese Wünsche, die verborgenen Wünsche, entlocken, sichtbar machen, an die Oberfläche holen, Wunschtechnik. Denn wenn mir der Wunsch hinter dem Einwand bekannt ist, kann ich dem Kunden ein Angebot unterbreiten, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Und Menschen, denen man Wünsche erfüllt, nachdem man ihre Wünsche von ihren Lippen abzulesen imstande gewesen ist, neigen tendenziell eher dazu, dass sie dieser Person, die ihm dieses Angebot unterbreitet, eher einen Termin geben oder Ja zum Abschluss.